was in dieser Folge geschehen wird. Nein, bitte, rap nichts vor. Heute war ich zum Palmenstrand vor unserem Abend. Davor kam ein Alligator. Er heißt Terminator, lebt in meinem Pool und hat wenig Angst, jo. Ah, Digga, ich krieg grad Gänsehaut am ganzen Körper vor Schamgefühl. Jo, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal RadiumC. Schön, dass ihr mal wieder am Start seid und ihr seht die atemberaubende Qualität hier gerade. Das liegt daran, dass ich einfach meine Webcam durch meine richtige Kamera ersetzt habe. Ich weiß nicht, warum ich überhaupt damals zur Webcam geswitcht habe, also zu meiner C29. Jetzt die Kamera hat eine viel bessere Qualität. Heute reagieren wir auf einen Tag im Leben von RadiumC, beziehungsweise einen Tag im Leben von Ready. Wir befinden uns nämlich auf meinem Zweitkanal. Wer von euch wusste überhaupt, dass ich einen Zweitkanal habe? Keine Sorge, da mache ich aber aktuell gar keinen Content, schon seit mehreren Jahren. Und unter dem Video hat unter anderem auch der einzig wahre David kommentiert. Und zwar mega kreativ die selbstgemachte Softbox. Was es damit auf sich hat, werdet ihr gleich sehen. Jetzt schon mal vorab, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr hier zu verpassen. Wir starten rein in das Video. Oh mein Gott, wie ich da aussah. Ich hatte das nämlich gefunden. Ich dachte, ich muss unbedingt darauf reagieren, weil ich habe keine Ahnung mehr, was ich da gemacht habe. Und es könnte ziemlich interessant sein. Von 2019 ist das. Ja, ich dachte, ich mache heute einen Vlog, weil ich einfach irgendwie Bock drauf hatte und schon Nostalgie mal auf Nostalgiebasis zeigen habe. Ich bin gerade hier. Was hatte ich denn dazu zeigen? Und ich editiere hier gerade. Ich hatte mal wieder richtig Bock auf eine Reaction, Leute. Ich hoffe, ihr habt auch Bock. Was hab ich da gemacht? Reddy leitet Mario Maker. Lade ich jetzt hier hoch. Oh, 0% Level. Leute, wer kennt die Videos noch? Ihr werdet das schon gesehen haben, zumindest die Mehrheit von euch. Hier habe ich. Warum habe ich das in YouTube editiert? Und Kollege ist ein bisschen leise, damit es auch kein Copyrights Claim von gibt. Koller habe ich da was gehört. Was habe ich da gegessen? Wie unaufgeräumt ist das? Alter! Kommt das Video jetzt hier online und dann werde ich mich so langsam vorbereiten, zu Domme zu gehen, weil wir wollen heute Sports machen. Domme, der Ehrenbruder. Ewig nicht mehr gesehen. Wir würden uns jetzt wieder im Februar treffen, Mann. Mitnehmen. Achso, was ich vergessen habe. Ich bin einfach nur zur Schule gegangen, Mann. Heute auf jeden Fall meine Lampe ankommen soll für meine selbstgemachte Software. Deine Lampe soll ankommen? Lampe ist das. Ey, crazy. Ich hoffe, dass wenn ich von der Domme wieder hier zu Hause bin, nämlich gerade beleuchtet, dass ich euch das jetzt hier zeigen kann, dass man auch jetzt hier meine Softbox einstecken kann und dass das dann hoffentlich funktioniert. Weil ich hatte ja Probleme. Krass, Problem ich bin gespannt. Mit meiner aktuellen Softbox bzw. mit meiner aktuellen Lampe, dass sie halt ständig so gepiept hat, so einen unangenehmen Ton von sich. Ja, stimmt, Leute. Meine Softbox davor, ich habe jetzt eine selbstgemachte mit einer Lampe aus dem Baumarkt gekauft und die davor hat irgendwie richtig gepiept, also die Lampe hat gepiept und ich habe keine Ahnung. War halt nicht so geil. Und wieso? Das hat mich halt auch in Videos gestört. War richtig schlimm. Halt ich weiß nicht mal, wie meine Softbox davor ausgesehen hat. Und da hat es nicht gepiept, deswegen glaube ich, dass das. Wie ich da aber auch ausgesehen habe, diese Brille geht gar nicht. Werdet ihr dann viel besseres Licht in meinen Videos auch haben jetzt hier mit. Aber mein Zimmer sieht im größten Teil immer noch so aus, mit den Akustikschaumstoff. Denk, wollt ihr mal wieder eine Roomtour haben? Das ist meine selbstgemachte Softbox. Da werde ich dann auf jeden Fall diese richtige Softbox-Lampe einsetzen. Hat 60 okay, Euro auf Amazon gekostet. Geht ja. Ja, das ist auf jeden Fall meine. Wichtig ist halt eine Tageslichtlampe, ne? Weil sonst ist es blöd. Jede andere Lampe ist blöd. Später. Nachdomme. So, die beleuchtet mich übrigens gerade auch, Fun Fact. Und ganz wichtig ist das hier. Mit 30 Likes kommt ein weiterer Teil. Heutzutage würde ich mich freuen, wenn ich 30 Likes kriege. Also lass mal ein Like da mit mehreren Accounts. Hier, gehört euch auf jeden Fall dieses Video hier. Wie ich da ausgesehen habe, Leute. Lang dran geschnitten, ist sehr aufwendig geworden und like doch mal das Video hier einfach. Aber es ist krass, dass das der erste Vlog war voll auf dem Zweitkanal. Ne? Also wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wie ich hier auf die Idee gekommen bin. Dass ich gar kein Geld mit meinen Videos hier auf dem neuen Kanal Zweitkanal zu machen. Da steht zwar Partner bestätigt, aber bei der Monetarisierung ja, 1000 nicht Abos aktiviert. Wiedergabezeit, aber damals 2019 weiß ich nicht, und eine wie das war. 4000 Stunden Wiedergabezeit. Ja, da habe ich es erklärt. Also, Freunde, sind das alles Ehrenvideos, die abonnieren, ich euch mache. Abonnenten, Wiedergabezeit. Ich krieg gar kein Cash dafür. Und ich mach's der Broken Boss. Ich mach's einfach für euch. Und Digga, diese Friese. Ja. Ja, Freunde. Digga, was war das denn gerade? Also hier, Glückwunsch, Reddy, du hast mehr als 100 Abonnenten. Wow. Wir haben zwar schon 133, aber danke, YouTube. Hier ist eine Runde Applaus für dich. Mehr als 100 Nutzer haben jetzt Video abonniert. Diese tollen Neuigkeiten solltest du am besten gleich weiterverbreiten. Ja. Also der Channel hat aktuell 381 Abos. So, meine lieben Freunde. Ich habe einfach irgendwann aufgehört. Alter, ich mache mich jetzt auf den Weg zu Domme. Das ist einfach hier meine Wohnung hier. Ja. Ich habe einfach wirklich alles gefilmt. Damals war ich halt noch so auf dem Trip. Sehen wir uns da wieder? Was sind das für Schuhe? Oh, mein Fahrrad, das ist geil. Ich würde sagen, schön die Tonne dort. Schön die Mülltonne. Dieses Tanktop, Digga. Aber habe ich auch schon trainiert. Wir werden jetzt hier ein bisschen Sport machen. Und dann ein bisschen. Das ist bei einem guten Kumpel zu Hause. Einfach gefilmt, Digga. Ich war früher crazy drauf. Er ist gerade oberkörperfrei. Deswegen. Also ihr seht hier sehr, sehr viele private Einblicke. Und, ja, vielleicht seht ihr. Dom ist einfach oberkörperfrei gewesen.
das ist, glaube ich, jetzt auch Copyright mittlerweile, glaube ich. Ich glaube schon, deswegen werde ich hier ein bisschen durchskippen. Aber schaut euch das mal an. Digga, das sieht ja richtig. Ich habe ja gelitten. Aber sieht geil bei Domme aus, ne? Könnt ihr auch mal sagen. Ein bisschen gewiped zur Musik. Stabiler Bizeps! Digga, schaut euch mal an, wie ich da ausgesehen habe. Alter. Aber das war der Anfang. Einfach, guck mal, wie ich mich da abgestützt habe. Einfach auf so einem kleinen Tischchen oder so. Da habe ich mich gefühlt. Digga, diese Achselhaare. Hätte ich mir die nicht mal wegrasieren können? Wir sind durch mit Training. Und ja. Jetzt werden wir am Text weiterschreiben für unseren neuen Song. Für Musik. Hier ich war ja crazy Dommel. Drauf. Ah, da ist Dommel. Jetzt zeige ich dich endlich. Das geht ab. Ist der Boy. Mit diesen ganzen Damen trainiert. Und wir werden jetzt hier gleich einen Text weiterschreiben. Was habe ich da für einen Song gemacht? Hier haben wir schon ein paar Lines. Warte. Abend davor, Alligator. Oh, das weiß ich sogar. Oh, das ist so cringe, Alter. Das ist so cringe irgendwie. Hab seine Angst erkannt. Yo. Stand ich davor. Stank ich nach Chlor. Ich fahr zum Palmenstrand. Ich fahr am Maserati zu einer Afterparty und das Calamari. Danach eine Ananas, die nicht so geil war wie eine Kippe, die ich einsam zieh. Was ist das für... Noch nie habe ich sowas gedroppt. Professioneller Blogger. Nichts. Ja. Pommes. Pommes. Kennt ihr noch Gewitter im Kopf, Leute? Ich bin immer noch nicht da. Ach, hier, die Lampe. 18:19 Uhr. Aber gut, ich lasse noch dieses Handy, Junge. Aber das geht mir langsam auf den Sack. Alter, das ist, glaube ich, das Samsung Galaxy J3 2016 oder so. Warum hatte ich das im Jahr 2019 noch? Dass die scheiß Sachen. Ich habe so viele Fragen. Da sind. Nicht in 2 Tagen. Morgen. Ich habe so viele Fragen, Leute. An einem Tag soll das sein. Und die sollen auch am Sonntag arbeiten. Ansonsten werde ich nicht mehr dieses Prime kaufen. Oder findest du nicht auch? Klar, muss alles schnell gehen. Ja, Mann. The fuck. Jo, wir haben jetzt hier den Text geschrieben. Ja. Also ein paar Zeilen haben wir aufgeschrieben. Das ist das erste Richtige, was wir haben für unseren neuen Song. Der neue Song ist angelehnt an Kraft. Warte, ich habe gesagt, unseren neuen Song. Ich wollte einen Song mit Domme machen, den hab ich nie gedroppt. Übrigens, ich habe noch einen Song parat von 2021, den ich auch nie gedroppt hatte. Aber mal sehen, wenn ihr sagt, okay, ich soll ihn droppen, mal schauen. Muss halt noch Musikvideo gedreht werden. Also angelehnt daran. Und einen komplett neuen Song. Mal ein paar Zeilen vorrappen hier, da. Nein, bitte rap nichts vor. Heute war ich zum Palmenstrand vor unserem Abend. Davor kam ein Alligator. Er heißt Terminator, lebt in meinem Pool und hat wenig Angst, yo. Ah, Digga, ich krieg grad Gänsehaut am ganzen Körper vor Schamgefühl. Cringe. Ah, Digi, damit hab ich nicht gerechnet. Oh, Baba, Digga. Alter, war das unangenehm gerade. Boah, es ist unangenehm. Oh, das Chicken, der Lachs. Das so, Gemüse. Die Lampe ist da. Oh, Leute. Leute, ich kann nicht mehr. Tag, an dem ich das jetzt hier, ich kann nicht mehr. Es geht, ja, es geht nicht klar. So gemacht, weil, Alter, es ist gerade unangenehm. Und ich habe sowas hochgeladen. Ich werde es gleich einbauen und dann zeige ich euch mal, wie das so ausschaut. Einfach so ein Bild eingeblendet. Ah, mit so Alufolien, ne? Freunde, ja, schlau. Die Lampe ist ein richtiges Biest. Das sage ich euch. Vor allem die ist unnormal groß. 27 cm oder so, Alter. Ich hab mich erstmal mega gewundert. Kann man auch falsch verstehen, Digga. Wie ich da noch ein Bild eingeblendet habe, wie dumm. Ihren Zweck. Die piept nicht. Das ist halt wirklich eine Riesenlampe. So ein helles Licht, so ein angenehmes helles Licht. So, und in dem Sinne würde ich auch sagen, war's das von dem Vlog? Digga. Danke fürs Ansehen und dann sehen wir uns, glaube ich, beim nächsten wieder. Auf Wiedersehen. Schönes Outro auch. Einfach gewunken, Alter. Nicht mal sich selbst gezeigt. Und ich glaube, auf dem Beat habe ich auch Copyright. Leute, wie fandet ihr das? Haut mal gerne eure Meinung raus. Ich bin verstört und ich kann jetzt nicht mehr. Danke an alle Member übrigens. Und hier, Dankeschön an alle Member. Wirklich, Kuss geht raus. Lars hat auch ziemlich viele verschenkt im letzten Geburtstagsstream. Ging's ab. Könnt ihr gerne euch nachschauen. Werde ich dann verlinken hier. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein. Auf Wiedersehen.